Die Nilkrokodile lieben den Barsch, der ein Gewicht von bis zu 60 Kilogramm erreichen kann. Er ist ihr Hauptnahrungsmittel. Etwa 80% ihrer Nahrung besteht aus Nilbarschen. Die Nilkrokodile können aber viele verschiedene Tiere fressen. Vom Frosch bis zu einer Antilope oder sogar einen Büffel. Einzig die Flusspferde müssen sich vor ihren kräftigen Zähnen nicht fürchten, da sie selbst zu stark und gewaltig sind. Auch das jüngere Weibchen hat jetzt einen toten Fisch entdeckt. Man könnte denken, dass ein Fisch, selbst zwei oder sogar drei dieser Barsche, so eine große Echse nicht satt machen. Aber der Stoffwechsel der Reptilien läuft mit viel geringeren Drehzahlen als der der Säugetiere. Die Krokodile sparen eine Menge Kalorien, weil sie keinerlei Energie in die innere Heizung ihres massigen Körpers investieren. Ihr Nahrungsbedarf ist daher wesentlich kleiner als der eines ähnlich großen Säugetieres. Es war unklug, dass die beiden Weibchen ihre Nester verlassen haben. Der Nilwaran ist zurückgekommen. Und diesmal will er nicht wieder mit leerem Magen abziehen. Er ist nahe dran. Sein Geruchssinn führt ihn zur richtigen Stelle. Ein bisschen graben und schon liegen die Eier vor ihm. Das können auch die Strandwächter nicht verhindern. Er beginnt sein Festmahl. Warane können ihren Rachen weiter aufsperren als jede andere Echse. Dadurch können sie eine größere Beute verschlingen, als man ihnen zutraut. Man schätzt, dass 50% aller geplünderten Krokodilnester auf das Konto des Warans gehen. Das ist kein Mundraub mehr, das ist eine Massenvernichtung. Der Nilwaran kann ein ganzes Gelege in nicht mal einer Stunde komplett verschlingen. Der Kiebitz kann sich seine Lunge aus dem Hals schreien, niemand ist da, um den Plünderer zu verjagen. Die Krokodilweibchen sind gerade dabei, ihren eigenen Hunger zu stillen. Ohne Wissen, was sich am Strand abspielt, kreuzen sie im Fluss auf der Suche nach Barschen. Der Geruch eines angespülten Kadavers hat auch die Aufmerksamkeit eines Nilwarans erweckt. Sie ernähren sich nämlich überwiegend von Aas und können fast alles Essbare hinunterschlingen. Aber das ist dann doch etwas zu groß. Und zudem interessiert sich schon jemand anderes dafür. Das Krokodilweibchen hat seinen Hunger noch nicht gestillt